Wenn ich danach nicht aussehe wie 14, ist die Anzeige raus. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zu einem, ich weiß gar nicht, ob wir so ein Format schon mal hatten. Es ist so ein bisschen Haul-PR-Haul. Denn ich drehe das Video am Osterwochenende. Ich glaube, ihr seht das erst ein paar Wochen später. Aber ich war jetzt ein paar Tage nicht hier und vor der Tür lagen unzählige Pakete. Und ich dachte mir, okay, nutzen wir die Zeit einfach mal, setzen uns hin und ich zeige euch an alles, was ich an PR-Produkten in den letzten 5 Tagen bekommen habe. Einfach, um euch wirklich alles zu zeigen, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich bei Instagram es gar nicht schaffe, euch immer alles zu zeigen. Und mein Anspruch ist es, wenn mir eine Firma etwas zuschickt, dann zeige ich es auch. Einfach auch so ein bisschen, um meine Dankbarkeit dafür auszudrücken und die Plattform zu nutzen und euch zu zeigen, was gibt es gerade Neues. Ich habe hier 2 volle Kisten mit neuem Make-up, mit viel Skincare, vielen spannenden Produkten, die ich in den letzten Tagen bekommen habe. Und ich dachte mir, ich zeige sie euch nochmal ganz kurz. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, aber ich wollte euch nochmal an unsere 2 Kochbücher erinnern. Die findet ihr ab sofort im Pelletier Verlag. Ihr habt einmal das Community-Kochbuch und das Salat-Kochbuch mit meinen persönlichen besten 40 verschiedenen Salaten. Wir haben Tortellini-Salat, wir haben Pfifferlingssalat, wir haben Gartensalat, wir haben Picknicksalat. Wir haben alles. Ist für euch direkt unten in der Infobox verlinkt. Ich packe euch alles einmal unten rein, schaut unbedingt vorbei. Und wir machen auch gleich weiter mit dem Haul, Freunde. Ich habe so viel, keine Ahnung, in welcher Reihenfolge. Nichts bezahlt, keine bezahlte Werbung hier an dieser Stelle für die Produkte, die ich euch jetzt zeige. Wie eben schon gesagt, ich möchte einfach euch die Produkte zeigen und so ein bisschen darüber reden und ihr habt dann die Möglichkeit, in die Kommentare zu schreiben, was soll ich genauer testen? Interessiert euch ein Produkt vielleicht ganz besonders? Ich verlinke euch auch alle Produkte einmal unten in der Infobox, die ich persönlich super, super spannend finde und ich würde vorschlagen, wir starten mit der ersten Runde. Wir haben hier von Trini London, ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt, die gehören zusammen zu, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Diese Nagellackmarke aus England war Mitte der 2000er total gehypt. Die haben aber auch Skincare rausgebracht. Und ich habe neulich einen ganz spannenden Podcast darüber gehört, dass der Anspruch von der Marke ist, dass sie, ich glaube, einmal im Monat ein neues Produkt oder eine neue Produktreihe lancieren. Das ist eine Menge und das, ich merke das auch in PR-Produkten. Ich habe da hinten tatsächlich noch ein Paket, was ich noch gar nicht geschafft habe zu öffnen. Aber das ist Skincare. Und zwar haben wir ein Retinalserum, höchstwahrscheinlich Retinol, eine Overnight Sensation für sichtbar erneuerte, zeitlose Haut. Und dazu gibt es ein Retinol- und Niacinamid-Serum. Was ich sehr, sehr gut finde bei Trini London, was mir auch bei den anderen Produkten schon gut gefallen hat, ist, dass es Refills gibt. Ihr kauft einmal das Originalprodukt und könnt es dann, so wie bei Fenty, rausnehmen und nur den Refill nachkaufen. Es spart tatsächlich unglaublich viel Müll. Bin ich gespannt, wie die Produkte sind. Ich muss jetzt erstmal die eine Testserie mit der Skincare, die ich teste, gerade abwarten und dann kann ich was ändern. Ich muss aber sagen, dass ich diese Farben wunderschön finde. Trini London ist nicht günstig, ist aber auch nicht so teuer. Und ich hatte euch schon viele Produkte von denen gezeigt, wo die ganzen so Cream Blushes und so, die sind wirklich gut. Vielleicht habt ihr Erfahrung mit Trini London, dann schreibt mir dazu gerne ein Feedback. Das Retinol-Serum werden wir testen. If your skin feels unbalanced or hormonal blemishes ruin your day, this is the Retinal for you. Ich bin gespannt. Dann kam ein Paket von e.l.f. Und ihr wisst, ich liebe die e.l.f. Make-up-Produkte, weil sie wirklich, wirklich günstig sind und super gut performen. e.l.f. hat aber auch eine Skincare-Reihe. Und ich weiß nicht, ob ihr wusstet, was e.l.f. eigentlich bedeutet. Eyes, Lips, Face. Alles für die Augen, alles für die Lippen, alles fürs Gesicht. Und da gehört natürlich auch etwas für die Pflege dazu. Und hier ist der kleine PR-Zettel, der dabei stand. Liebe Elfies, anbei senden wir euch die neue Elf Skin Pure Skin Serie. Diese hochwirksame Pflegeserie wurde in Zusammenarbeit mit der Dermatologin Dr. Renee Snyder und einigen der treuesten Kunden von Elf entwickelt, ist für alle Hauttypen geeignet, auch für empfindliche Haut. Sie ist angereichert mit hautpflegenden Inhaltsstoffen wie Hafermilch, Niacinamiden und Ceramiden. Wie immer sind die Elf Skin Produkte vegan, frei von Phthalaten, Sulfaten und Duftstoffen. Okay, das ist tatsächlich recht spannend, weil oft, wenn Make-up-Brands
Skincare rausbringen, ist das dann so super vollgeknallt mit Duftstoffen, damit es halt so zu der Brand passt. Das Ganze erinnert mich aber so ein bisschen, auch vom Design her, hier ist ein Toner, an die La Roche-Posay-Reihe. Finde ich sehr, sehr spannend. Ist eine sehr, sehr teure Pflegelinie aus der Apotheke. Effaclar und wie auch immer die alle heißen. Wir haben einen Cleanser, wir haben einen Toner, wir haben einen Moisturizer, eine Feuchtigkeitscreme. Und das sieht alles super natural, beziehungsweise, ja, so. Das ist ganz verrückt, ne, was Packaging ausmacht. Dieses Sebamed. Ne, sobald da ein Plus drauf ist und blau oder rot, sieht es immer gleich ganz besonders aus. Wie gesagt, ich finde es super spannend, wenn Make-up-Brands mit Skincare rauskommen und dann darauf achten, was sie da reinmachen. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video seht. Nee, das kann ich euch noch nicht zeigen. Nur so ein bisschen. Es gibt ein komplett neues Sortiment von Rival Loves Me. Und ich habe hier Produkte, wo viele von euch sich sicherlich freuen würden, wenn ihr beispielsweise das hier seht. Ganze Kiste, ich werde ein komplettes Video dazu machen, wahrscheinlich sogar zwei. Wir haben Nagelprodukte, wir haben spannende Lidschattenpaletten, wir haben Puder, wir haben Highlighter, wir haben eventuell sogar ein Dupe zu dem Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Freunde, abonniert den Kanal, macht das Plus weg. Nicht das Plus weg, wir sind nicht auf TikTok. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr das nicht, weil das könnte echt spannend werden. Okay, weiter geht es mit Benefit. Benefit, bekannt für Augenbrauen und diese Blushes und so, haben eine Eyeliner-Linie rausgebracht. Ihr kennt mit Sicherheit die Their Real Magnetic Mascara. Die ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn man wirklich auf so recht dicke Wimpern steht. Sie haben jetzt aber passend dazu Eyeliner rausgebracht. Ich habe den Braun tatsächlich schon ausprobiert. Den gibt es in Braun und in Schwarz. Packaging mega. Ist so ein bisschen angepasst tatsächlich an die Mascara. Hier haben wir auch noch dann so eine kleine Tasche. Sowas kriegt ihr immer, ne? Ich nehme mir dann ein, zwei Produkte raus und packe alles immer in Verlosungen, um euch so viel es geht zurückzugeben. Und dann ist hier beispielsweise so eine Tasche dabei. Give a Glam. Und was ist das? Happy, in charge, best life, fly high. Armbänder. So ein bisschen Coachella inspired. Was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte. Eyeliner habe ich wirklich schon viele. Was ich aber immer suche, ist ein Augenbrauenstift, mit dem man sich diese Härchen einmalen kann. Und mit einem braunen Eyeliner, die Spitze ist eine Filzspitze und ihr könnt damit sehr, 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 sehr feine Härchen malen. Und dafür habe ich es auch schon benutzt und muss sagen, I love it. Bin ich gespannt, wie das Ganze funktioniert, wenn ich die auf den Augen benutze. Die Mascara ist gut, Eyeliner immer spannend. Ich wünsche mir von Benefit, dass sie dieses Jahr wirklich mit Colored Cosmetics noch rauskommen. Wirklich spannende Produktneuheiten und den Fokus vielleicht so ein bisschen wieder auf die wirklich dekorative Kosmetik legen. Wir haben jetzt viele ganz, ganz tolle Mascaren von Benefit in den letzten Jahren bekommen. Jetzt bin ich gespannt, was sie dieses Jahr noch rausbringen. Dann kam, und damit habe ich gar nicht gerechnet, ich weiß, bei verschiedenen Firmen bin ich auf der PR-Liste. PR-Liste heutzutage ist nicht mehr so, wie es früher war, vor 3, 4, 5 Jahren tatsächlich, weil es mittlerweile einfach sehr, sehr viele Creator gibt. Es gibt TikTok-Creator, es gibt YouTube-Creator, es gibt Instagram-Creator und nicht jede Marke schickt allen Creatern immer alles. Das muss ich sagen, das hat sich in den letzten Jahren echt zum Positiven verändert. Beispielsweise Maybelline schickt vorher immer eine E-Mail raus, wo man dann online schon aussuchen kann, was man in diesem PR-Paket haben möchte. Weil es ist oft so, dass Marken extrem viel schicken. Es wird immer weniger und dann hast du dann von, weiß ich nicht, einer Foundation 37 Farben zu Hause stehen und das ist Verschwendung. Das Produkt kann viel, viel besser genutzt werden. Klar, man kann die Sachen spenden, das mache ich auch oft. Vor allen Dingen gebe ich es an euch weiter. Es ist nur oft das Problem, dass ich beispielsweise nicht unbedingt einfach eine Tüte nehmen kann und das an Frauenhaus bringen, weil sie ganz besondere Auflagen mittlerweile haben. Wollte ich euch nur erzählen. Bei manchen Marken weiß ich, da bin ich auf der PR-Liste, da kriegst du wirklich regelmäßig was. Bei Sephora habe ich mich aber ganz besonders gefreut, weil ich mit Sephora schon ein paar Mal zusammengearbeitet habe, aber Sephora als Retailer selber gar nicht so viel PR immer rausschickt. Und jetzt kam ein riesengroßes Paket mit wirklich spannenden Produkten, die mich auch inspiriert haben, dieses Video zu drehen. Wir haben einmal hier die NARS Light Reflecting Foundation. Die trage ich heute tatsächlich auch. Die habt ihr neulich schon gesehen. Die war jetzt nicht in dem Paket, aber die kam neulich auch. Fantastische Foundation. Wirklich
glaube, eine der besten High-End Foundations aus diesem Jahr. Dann kam, und vielleicht kennt ihr die Produkte, ich kenne das tatsächlich nicht, und das finde ich dann immer super, super spannend, die Produkte zu testen, von Ico Munich. Ein Jutebeutel. Ah, ist was für die Haare. Oh, nice. Das kann ich euch nicht zeigen. Ich habe so einen Tangle-Teaser, ne? Der ist schon bestimmt 10 Jahre alt und so sieht er auch aus. Und Ico hat jetzt das Metall, eine Bürste rausgebracht. Die sieht aus wie die Apple-Maus. Im Prinzip wie der Tangle-Teaser. Super, dann kann ich die austauschen. Sehr, 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 sehr cool. Ich liebe dieses Gold. Und Tangle-Teaser, ich habe es am Anfang nicht verstanden. Es macht aber Sinn. Und das Packaging ist mega nice. Okay, und dann haben wir hier noch so ein riesengroßes. Das ist Join the Scrub, ein Kopfhautpeeling und eine Kopfhautmaske. Fühlt sich sehr, sehr schwer an. Das ist so ein, ich würde sagen, so ein Salzpeeling. Aber Ico ist PETA-approved, also cruelty-free. Es ist ein Meersalzpeeling, ja. Und natürliche Inhaltsstoffe und Extrakte, die gegen trockenes Haar sein sollen. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe tatsächlich mittlerweile so eine Haarpflegelinie für mich entdeckt, die ich wirklich sehr, 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 sehr gerne benutze. Das ist die von Jen Atkin. Way heißt sie. Ihr habt die mal in einem Haul gesehen. Bin ich gespannt. Ico, eine Marke aus Deutschland, finde ich natürlich immer ganz besonders spannend zu wissen, was machen andere Gründerinnen und Gründer hier aus Deutschland an kosmetischen Produkten. Weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kompliziert es ist, ein Produkt in Deutschland auf den Markt zu bringen, was Farbe beinhaltet. Dann, ganz lustig, hatte ich ja neulich einen Tester drin von Fresh. Und ich hatte von Fresh vorher noch nie was gehört. Das ist eine Face Cream und ein Serum mit Rose angereichert. Fühlt sich auch hier sehr, sehr gut an. Man merkt schon am Packaging, plastikfrei, recycelbar, alles zu lokalen Guidelines, FSC-zertifiziert. Habt ihr Erfahrung mit Fresh? Hier sind nämlich einige Produkte von Fresh mit dabei. Ich hatte euch da ja neulich so einen Tester gezeigt, ne? Und hab gedacht, ja, okay, hat jetzt nicht so viel gemacht. Ist aber auch immer das Problem bei Testern, finde ich. Entweder ist es mega, mega gut auf den ersten Test schon oder bei Skincare vor allen Dingen dauert das ja ein paar Mal, bis man wirklich einen Effekt sieht und bis man weiß, okay, lohnt sich das. Dann war hier so ein Beutel drin, ein Seifenbeutel, weil es gibt eine Marke. Auch das finde ich super spannend. Viele von euch sind ja sehr interessiert an festen Produkten und aktuell ist ja auch die Earth Week bzw. der Earth Month. Und wir haben ein festes Duschgel, das riecht sehr, 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 sehr gut. Ich mag diese natürlichen Düfte, das ist von Unbottled, also unverpackt in Flaschen, sehr spannend. Und ich finde, man merkt auch, dass die Retailer, wie Sephora beispielsweise, diesen Trend, dieses Bedürfnis von Konsumentinnen aufzunehmen, dass Produkte vernünftiger für die Umwelt sind. Deswegen finde ich es wichtig, dass es Marken gibt, die jetzt auch bei Sephora diese Plattform haben. Sieht super, super gut aus. Riecht gut, haben wir einmal für den Körper. Dann haben wir das Ganze auch nochmal fürs Gesicht mit Kurkuma und Jojoba. Mega, ne? Hier ist nichts in Plastik. Hier ist kein bisschen Plastik dran. Und dann haben wir hier noch für die Haare ein Shampoo. Ich habe ja schon ein paar Produkte aus der Drogerie getestet, die so in diese feste Richtung gehen. Mag ich persönlich ganz gerne. Vor allen Dingen für die Haare oder für den Körper geht es immer mal ganz schnell. Im Gesicht weiß ich nicht, ob ich mit so einem Stück Seife übers Gesicht gehen würde. Werde ich testen und dann seht ihr das eben aufgebraucht. Dann haben wir hier von Dr. Jart, da hatte ich euch neulich einen TikTok mal zugedreht, eine Maske. Das ist die Pore Remedy Purifying Matte Mask. Eine Maske, die das Build-up, also alles, was so sich in den Poren ansammelt, entfernen soll und die übermäßige Ölproduktion entfernen soll. Sehr spannend. Was ich gut finde bei den Dr. Jart Masken, auch hier, die Verpackung ist angepasst. Dr. Jart war sonst immer sehr viel Plastik. Ich glaube, das ist eine Papierverpackung. Und das Ganze ist auch in zwei einzelnen Teilen geschnitten, sodass ich das benutzen kann. Viele von euch werden das Problem nicht haben, aber dadurch, dass ich ja den Bart habe, halten die Masken immer nicht. Und ich muss mir das dann hier immer aufschneiden und so kann ich das wirklich zweimal benutzen. Dann haben wir ein Make-up-Produkt und zwar von Too Faced, die Born This Way Sunset Strip Palette. Oh wow, die ist ja wirklich schön. Wir haben sehr viele natürliche, neutrale Töne. Wir haben spannende Shimmer-Shades. Ich gehe jetzt mal hier in Shell Yeah. Und
tupfe mir das hier so ein bisschen rüber. Passt auch perfekt zu diesem Look. Ne? Hätte ich auch den Look mitmachen können. Schöne Palette. Ich habe sehr, sehr lange nichts mehr von Too Faced benutzt. Ist aber eine schöne Palette für den Alltag. Wenn ihr wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann testen wir das. Dann haben wir hier von Belief. Belief, die Marke, sagt mir was. The True Cream Aqua Bomb Aloe Vera. Beruhigend und feuchtigkeitsspendend mit Aloe Vera Komplex. Auch hier alles wieder in Papier verpackt. Packaging sieht gut aus. Belief hatte ich, glaube ich, sogar schon mal was. Das ist, ja, ist so ein bisschen wie so ein Gel-Moisturizer. Also ist nicht so cremig, sondern eher so ein bisschen gelig. Riecht sehr natürlich und zieht auch sofort weg. Spannende Produkte tatsächlich für den Sommer, glaube ich, wenn die nicht so schwer, nicht so cremig sind. Wie beispielsweise die Magic Cream. Die ist im Sommer einfach zu heavy. Das macht keinen Spaß. Okay. Dann haben wir hier von der Sephora Eigenmarke einen Lipgloss Outrageous Intense Lip Plumper. So ein bisschen irisierend. Viele von euch hatten mich gefragt, ob ich mal ein Fullface Sephora Eigenmarke machen soll. Wenn ihr das wollt, können wir das gerne machen. Jetzt wird spannend. Und da, als ich das gesehen habe, da ist mir das Gesicht auf dem Boden gelandet. Und zwar hat Pat McGrath Labs sich mit Bridgerton zusammengetan. Bridgerton ist, ich glaube, eine Netflix-Serie, so ein bisschen adelsmäßig und so. Packaging iconic. Netflix, ja. Netflix-Kollaboration. Das ist eine Lidschattenpalette. Diamond of the First Water. Design 12 von 10. Wow. Okay. Das Ganze sieht wirklich aus wie so ein kleines Picknickkörbchen. Wir haben einen matten Ton und dann wieder so ganz besondere Farben. Ihr seht, der Ton hier oben ist so ein bisschen Duochrom, Silber, Blau, Lila. Sieht sehr, 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 sehr edel aus. Ist Papier. Sonst ist Pat McGrath meistens so dieses Hartplastik. Sehr gespannt. Sieht super, super schön aus. Vielleicht hat ja jemand von euch schon getestet. Die werden wir auf jeden Fall testen. Passend dazu gibt es den... nice. Ihr wisst ja, dass ich den Skin Fetish von Pat McGrath sehr, sehr gerne mag. Und den haben sie jetzt auch nochmal mit Bridgerton rausgebracht. Sieht einmal so aus. Schwarz mit dem Bridgerton-Logo. Was für eine krasse Farbe ist das denn? Fenty Beauty. How many carats? Wie hieß das? Oh, das war so ein krasser Name. Okay, also das ist kein Highlighter für mich, aber auf den Augen, das ist schon krass. Das ist eine krasse Farbe. Also ich habe ja sonst die Farbe Sublime Skin, Luna Nude. Ist ein bisschen tragbarer für mich, aber das ist eine wirklich spannende Farbe. Freunde, ich hoffe, ihr seid noch dran. Die Kiste ist immer noch voll. Weiter geht es mit, hier ist noch ein, so ein Magnet von dieser Unbottled-Geschichte, wo man den Magnet in die Seife machen kann und dann hält das irgendwo. Dann haben wir von The Ordinary die Salicylsäure. Finde ich persönlich immer ganz spannend. Ich mag die Ordinary-Produkte eigentlich ganz gerne. Ich habe sie tatsächlich aber lange nicht mehr gekauft, weil mittlerweile gibt es so, so viele Produkte aus der Skincare-Welt, die ja auch wirklich sehr, sehr gut sind für mich. Lano Lips mag ich persönlich gerne im Winter. Das ist ein Fruity Jelly Balm mit Kirschgeschmack. 99,7% natürliche Inhaltsstoffe. Es ist nicht vegan, es ist aber cruelty-free. Ist im Winter immer sehr, sehr gut, weil die Lippen damit wirklich mit Feuchtigkeit versorgt werden. Dann haben wir hier noch was von Dr. Jart. Das ist die CKPR Tiger Grass Sleeping Intensive Mask. Die Dr. Jart Produkte habe ich neulich auch schon so ein bisschen probiert. Fand ich gar nicht schlecht. Ich hatte die, glaube ich, in dem Yes-Style Hall. Sieht cool aus. Ich mag ja so diese Geschenksets, ne? Ich habe dann immer das Gefühl, dass man dann ganz, ganz viel Geld gespart hat. Von Kenzo eine Creme. Fleur Lotus Creme. Lotus Flower Water and Oily Extract Skin Renew Velvet Cream. Also eine Creme von Kenzo. Ich wusste nicht, dass Kenzo auch Skincare macht. Für mich war Kenzo immer nur High-End Clothing, also Designer-Luxusmarken. Habt ihr Erfahrung mit Kenzo? Schreibt es mir in die Kommentare. Dann haben wir noch hier von Laneige ein Lip Treatment. Die Laneige-Dinger sind ähnlich wie die Lano Lips-Dinger, auch Korean Skincare. Sehr, 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 sehr gut. Dann haben wir von Ole Henriksen, das war in einem anderen Paket. Der geht gerade ganz schön viral, der Gute. Das ist ein schwedischer Mann, der eine Skincare-Marke rausgebracht hat, vor Jahren schon. Die wird jetzt gerade echt richtig krass gehypt auf TikTok. Das ist die Pore Balance Facial Sauna Scrub und eine Maske. Es ist sehr viel Skincare drin, ne?
Aber ich liebe es. Ich liebe es, ganz, ganz viele verschiedene Skincare-Produkte zu machen. Und ich weiß schon, was ich heute den ganzen Tag mache, wenn ich fertig bin mit den Videos. Ich werde alles in mein Gesicht packen. Und wenn ich danach nicht aussehe wie 14, ist die Anzeige raus. Wir haben ein Augenset, ein Eye-Gel-Patch von Patchology. Auch hier 10 Minuten drauf lassen. Pink Rose Eye-Gel-Patches mit Glitzer. Ist sowas wie die von Yuti. Ich bin nicht so ein großer Freund davon, von Yuti, weil mir das einfach zu viel Plastik ist, was da drin für zwei Augenpads. Da bevorzuge ich dann die von How Cosmetics oder in so einem großen Bottich, wo viele verschiedene drin sind. Aber bin ich gespannt. Vielen Dank. Sunday Riley. Ganz spannend, vielleicht kennt ihr das aus Amerika. Ist eine Marke, die sehr bekannt in Amerika ist und jetzt erst so ein bisschen nach Deutschland kommt. Ist, glaube ich, auch aus Australien. Die launchen jetzt auch hier in Deutschland. Ich habe gestern, glaube ich, die Einladung zu dem Event bekommen. Werden wir testen. Hier haben wir ein Retinol- und Niacinamid-Augenserum mit 6% Retinolkomplex, Cantella Asiatica, Poppy Seed und Ceramiden. Sieht cool aus, lieben wir. Und zu guter Letzt, und das hat mich sehr gefreut, weil ich das neulich in einem aufgebraucht hatte und das unabhängig davon kam natürlich, Charlotte Tilbury, ein Refill von der Magic Night Cream, die habe ich aufgebraucht, die benutze ich immer nur im Winter. Die ist so, so reichhaltig, die zieht nicht weg. Kennt ihr diesen Trend, Slugging heißt das, wo dein ganzes Gesicht voll mit Vaseline klatscht? Das ist genau das, aber da ist halt noch ein bisschen Pflege mit dran. Dann einmal die Augencreme, die unter Make-up wunderschön aussieht. Und ein Refill von der Magic Cream. Ich habe mir gerade erst eine neue gekauft gehabt. Komme ich jetzt wieder ein Stückchen weiter. Und mittlerweile sind die auch aus Glas und nicht mehr aus Plastik, dass man einfach den Inhalt rausnehmen kann und sich den Refill nachkaufen kann. Das finde ich persönlich eine sehr, sehr spannende Sache, dass auch die High-End-Marken, die Big Player in der Industrie, diese Veränderungen mit haben. Weil man merkt schon, wenn ich beispielsweise jetzt an eine Produktion gehe und sage, hey, ich würde gerne irgendwas produzieren, dann sagen sie mir, gut, hier ist das Packaging, es ist nicht nachfüllbar, weil es das einfach noch nicht in den Mengen gibt. Demnach wird es so teuer, dass ich es nicht mehr umsetzen kann. Aber wenn Charlotte Tilbury, Estee Lauder, Coty, L'Oreal, die ganzen Big Brands das machen, dann wird es für alle anderen Marken auch viel, viel einfacher. Und somit haben wir nachhaltig ein viel, viel besseres Konzept, was ich persönlich super spannend finde. Das war es tatsächlich an Produkten, die letzten drei Tage gekommen sind. Ich schaue mal so ein bisschen durch, sortiere aus, warte auf eure Wünsche, was ich testen soll, wo ihr ein paar Fragen noch zu habt. Und dann packe ich euch das alles in eine Verlosung, was ich nicht benutze. Das mache ich persönlich immer gerne, um euch einfach auch was rauszuschicken. Mittlerweile mache ich es meistens so, dass ich keine typischen Gewinnspiele mehr bei Instagram mache, weil ich das einfach immer ein bisschen schwierig finde. Ich mache es so, dass wenn ihr bei mir im Shop irgendwann mal was bestellt habt, schaue ich durch und schicke einfach random euch raus als Danke, weil ihr mich unterstützt durch die Arbeit, die ich mache und ich euch damit dann mit Produkten gerne so ein bisschen unter die Arme greife. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Schreibt mir gerne Fragen, Wünsche, Anregungen in die Kommentare. Schaut im Pelletier Verlag vorbei. Link ist unten in der Infobox. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns ganz bald hier wieder. Tschüss!